Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Onkel Sebi hier und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Medieval Dynasty Gameplay. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge zwei neue Dorfbewohner mit dazu bekommen. Also unsere zwei ersten, die sich auch schnell wieder verpieselt haben. In dieser Folge werden wir auf jeden Fall die Landwirtschaft ankurbeln. Seid auf jeden Fall gespannt, es wird ordentlich gesät. Ganz wichtige Informationen vorab. Im Vorfeld möchte ich mich schon mal für die ganzen Ruckler entschuldigen, die ab und zu mal vorkommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Im Game passiert das mir nämlich nicht, deswegen ist mir das noch nicht aufgefallen, sondern erst jetzt beim Schneiden. Informiert mich ruhig gerne über die Kommentare, woran das Ganze liegen könnte. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Danke euch schon mal im Voraus und bis dahin, wenn euch die ganzen Videos gefallen, würde ich mich auf jeden Fall riesig darüber freuen, über ein Like, über ein Abonnement. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und vor allen Dingen gerne ein paar Kommentare zu hinterlassen. Und ich würde sagen, ab geht's mit dem Video. Let's go! Weiß ich nicht. Kann sein, muss nicht sein. Bleibt aber du geschlafen hast. Aber kannst du in der Hütte für dich alleine schlafen oder was? Nee, ne? Ich verstehe halt auch nicht, ne? Wie man halt hier. Wer schläft in welcher Hütte? Alleine? Hey. Wie kann ich den verkaufen, Basti? Auf Verkauf. Ah, ja, ja, ich seh's gerade. Auf Verkauf. Also Trockenfleisch ist am besten, oder was? Hallo? See and there's no water. Neither in my house, nor in the storage. Plus 10% Nahrung. Ne, warte, gebratenes Fleisch. Weil irgendwas mit 10% Nahrung auf und dann hast du, bei Trockenfleisch ist 13% Nahrung. Aber für 650 Sekunden Effektdauer noch. Plus 10% geringere Nahrungsverbrauch des Trockenfleisch. Also deutlich besser. Ja gut, okay, aber das ergibt ja auch Sinn, ne? Die ist ja getrocknet, ist gut so. Und es hält safe ohne. Ich kann mir vorstellen, wenn du normales Fleisch liegen lässt, dann vergammelt es nicht. Ich wollte schon sagen, wir haben noch neues Level, Produktion. Männers. Wir haben auch, also auch Trockenfleisch verdirbt irgendwann, ne? Ja? Ja. Ich habe mal seit Tagen hier in meiner Dinge, seit ich einmal ist verdorben. Bei mir war das verdorben vorhin. Es gibt auch verdorbenes Fleisch, was du so findest. Ja. Denk dran. Und hier in der Truhe, ne, wo du in der Jagdhütte, haben wir doch extra Fleisch reingepackt, damit du nicht verhungerst. Ja, habe ich jetzt gerade gesehen. Hunger geht ja noch, wir müssen irgendwie noch an Leben kommen. Leben habe ich, finde ich, finde die ganze so, die Essen, Tränke ist heilt und so. Okay. Kann das sein, dass es auch Bären gibt, die Heilung machen? Ja, ja. Und dann musst du, dann können wir Dingens. Feld nächstes Mal machen, nur mit Bären, mit Heilung. Aber im Winter bringt das eh nichts. Winter ist so eben. Ach, guck mal. Ich hab meine dicke Lederhandschuhe gar nicht an. Alter. Was ist denn für die Beat, frage ich mich. Leute denn? Ich bin ganz oben auf der Karte in diesem Dingensgebiet, jetzt in diesem lilanen Gebiet hier. Roten Gebiet, wenn rot markiert ist. Ach, ich bin jetzt grün heute. Ja, ja. Ja, keine Ahnung, ich weiß. Ich weiß auch nicht, was er sagt. Aber ich glaube, wir müssen Aufträge machen, wir müssen leveln. Lass mal mit schlafen gehen. Ja. Ja, ihr könnt euch einfach so ein Lagerfeuer da bauen, ne? Ah ja, ich hab jetzt das.
kann es aber hier nicht placen. Was ist das denn jetzt? Vielleicht kannst du halt nicht in anderen Gebieten machen. Du kannst es hier nicht platzieren, dieses Gebiet ist dafür gesperrt. Ich meine. Ja, hab's denn jetzt. Wie sieht es bei dir aus, Basti? Was hast du gesagt? Erforderlich Fackel, Digga, laber doch keinen. Was muss ich jetzt machen, um Fackel zu bauen? Stock und Stroh. Stock Scheiße. Und Stein, Stock und Stein. Stock und, oder Stroh, und Stroh. Ja, Entschuldigung, ja, ich war bei Axt gerade im Kopf. Sorry. Ja, das ist eine Werkstatt oder Schmiede. Wir haben keine Werkstatt und keine Schmiede, ne? Was haben wir nicht? Wir haben keine Werkstatt oder Schmiede, oder? Wir haben eine Werkstatt. Ja? Weil es noch nicht viel freigeschaltet. Okay, komm, zack. Wie gesagt, sobald Basti ready ist, würde ich mich auch hinlegen. Ja, also muss halt, kann ich mich auch da irgendwo hier hinlegen? Ja, 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 gut. Ich penne. Und bin ready. Liege bin mit. Ja. Pünktlich bei dem Call. Bin wahrscheinlich morgen früh auch tot, Ah ne, wenn man schläft, dann ist das Leben wieder komplett alles voll. Ja, ist so. Ah, okay. Bist du gegangen? So, okay. Hey, hier ist ein Hase gefangen. Kaninchen hast du gefangen. Ehrenwein. Stiefel. Säckchen. Das Ende naht. Nice. Und noch ein Messer, Junge. Ausrüsten. Du bist der Beste. Die Länder, wo ich jetzt bin, hier sind ein paar Häuser, die man looten kann. Ach, hier wohnen jetzt aber welche. Ey, ich kann nicht stehlen, Jungs. Darf ich stehlen? Nein. Viel Glück. Scheiße drin, brauche nicht stehen. Apfel und Stroh brauche ich auch nicht. Oh, eine Ziege, weiblich, häuten. Schnell. Zack. Stein machen wir auch nochmal mit. Steinsichel nehmen wir auch nochmal mit. Gifttrank nehmen wir auch nochmal mit. Drei Stück. Digga, ist ein Psychopath hier. Gift. Nachtsichttrank. Eben braucht Basti. Damit der Helligkeit mal wieder runterdrehen kann. Bettdecke kann auch geschenkt werden der Angebeteten. Ja. Holzteller. Brennholz, wieder Gifttrank. Was sind die wohl wert? 8 Euro oder so, schade. So, da waren. Ein Curve-Bogen liegt hier. Ein Curve-Bogen? It sure is frosty. Da kommen die dann wieder zurück oder was? Ich weiß es nicht. 590 kostet, aber der hat nur 1,4%. Warum zu fallen, den nehmen wir noch mit hier? Vielleicht kann ich so den Curve-Bogen verkaufen, sonst. Kupfer-Axt nochmal.
Münzen nochmal, nehmen wir auch mit. Alles mit hier. Ich glaube, dass in dem Dorf gleich ein Händler ist. Wenn ja, dann Jackpot. Ey, wir können Schneebahn bauen. Ja. Wollte ich natürlich um frühes Abkommen. Ja. Ein Komposthaufen könnten wir theoretisch auch schon bauen. It sure is frosty. Also wir haben keine Dynastie verloren durch Wurstleute. Ja, warte mal gleich auf. Ist echt gut. Hat sie gar noch. Der Wäschte. Ja. Aber wir haben vom Profi gelernt, ne? Ich hab schöne Sachen eigentlich jetzt damit. Hefebier. 150 das Stück, habe ich zwei Stück. Und Flöte. Trinktrank. Geringer Wasserverbrauch. Ich würde sagen, das ist zum Trinken. Der ist zum Trinken, glaube ich. Beerenwein. Ich glaube, den trinke ich jetzt, weil mir ist kalt. Ich würde gerne mal hier in der Höhle mit euch rein. Höhle? Bei mir direkt. Da kriegt der Eisenerz und sowas wahrscheinlich her, ne? Vielleicht Kohle oder sowas. Vielleicht, ja, man kann bestimmt noch eine Kohle offen oder so. Ich finde, dass er in den Truhen auch schon mal drin ist, weißt du was? Wo ist denn das Dorf jetzt hier, Alter? Dann brauche ich den bis dahin, Alter. Das ist ja geistkrank. Ich hoffe, ich habe gute Sachen in dem Dorf. Oh ja, okay. In der Höhle ist nichts. Die Kirchen sind hier unterwegs. Ein christliches Dorf erwischt. Fangen Sie schon heiß. Zeit. Ja. So. Boah, Mann, ist der Zaun zu hoch? Ach, ja, Toilette. Ich muss ja zu looten. Nee, oh, I'm freezing. Schade. Ist hier was zu looten? Ist mir egal, Lady, ich klau dir alles. Ich nehm dir alles weg. Dein Schlüssel zu deinem Haus. Dein Mann, den du liebst. Die Ziege, die du reitest. Den Mann, den du liebst, den will ich nicht haben. Ja, du bist ja der Böse, du nimmst ihn weg. Hier ist ihre Quest bei mir. Ja, ich hab hier auch noch was gehört. Rocket an, Junge. Bienenschütze. Wenn ich sie sehe in der Stadt bei mir, da kann ich den Trick machen. Tagebuch. Bienenschütze, ich verfolge das mal. Nicht mit. Das ist aber direkt in der Stadt, was das? Was ist das? Steinsichel wieder. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Stall, das ist ganz wichtig. Damit wir endlich mal reiten können. Alles zu Fuß zu gehen ist echt schrecklich. Langsam. Muss ja jetzt mal alles erforschen, alles umbauen. Hefe-Ale nehmen wir mit, Brennwein nehmen wir mit. Halt die Schnauze. I don't feel my fingers. I don't feel my fingers. Das war ich. Clothing hat ja alles, egal.
klau alles, was wertvoll gerade ist. Ich kann ihn und gleich mal kaufen an den dann wieder. Ja, ja. Jetzt hier riecht wieder gar nicht mehr. You're shivering like before a meeting with a mother-in-law. Nimm mir mal ein paar Quests an. Guck mal deine Ware, Junge. Ich kaufe mal ein bisschen was. Price rises are as certain as sun rises. The stone of so cold. You ever wondered what a world without kings would look like? Wo weiß denn, wer der geklaut hat? Was ist das denn für ein Dealer? Can I interest you in some of my wares? Ich würde dem das Diebstahl vorwerfen. Price is so low, you won't believe your eyes. I'm going to catch them all. Ich glaube, wir stehen. Also, ich habe nicht gekauft. Ich glaube, ich habe ein paar kleine Schiffe gekauft. Ich habe so viele. Ich verkaufe mir auch schon. Sei ich einfach schon wieder tot, Digga. Wurfstein kannst du kaufen. Der die Curve-Bogen. Der ist nicht schwer, weil er kaputt ist. Alter, die hat einfach eine Kamehameha auf mich gemacht. Wirklich? Ich klipp euch das. Wirklich? Ne, wirklich jetzt. Why does the time run so slow? My wares never disappoint. Be safe. Elfenbeinmesser? Ja. Crazy, okay, das ist krass. Ich kann einfach nichts verkaufen an dem Zimmer hier. Even when there was just a light breeze. I love it when it's busy. Boredom is a silent killer. One for the price of two. Ich hab einfach Bug gefunden, glaube ich. Ich hab zwei Sachen dupliziert. I'm freezing. Ja, du bist gebannt. Du bist gebannt. Ach, Ratner Lockhorn, du bist sogar gegen ihn, du bist sogar neben mir. Ja, ich wollte. Isn't it weird that only kannst du bitte aufhören, da was zu kaufen? Dann gib Mickey mal so, ach, gib Basti mal so eine geklaute Sache, er soll mal gucken, wie er es verkaufen kann. Want to see my wares? Probiert einfach einmal aus. Probiert doch einfach einmal aus. Willst du was, Dick? Komm her. Eine Sache. Erst warte, warte, warte. Hello there. It sure is frost. Whatever you need, I've got it. Goodbye. Ich leg mal ein Messer auf den Boden hier. Ein Kupfermesser. Nee, ich muss das stehlen. Bitte. No. Next time you're stealing something, look around. How have you been? Trade is in my nature. Man sollte erstmal in Besitz, wenn das in den Dingen ist. Aber ich muss jetzt gleich nochmal in das Dorf. Wie viel Geld habe ich jetzt? Dann verkaufen wir mal den duplizierten Gegenstand, wa? Ja! 843. Boah, jetzt brauche ich 10 Jahre. Be safe! Machen wir mal kurz. It's okay, I'm just browsing. Kann das sein? You know how it is with monarchs. Do what they say, but do not get too close to them. Ich hab was in meiner Adresse. I saw stranger things. Komm weiter, Freundchen. Dörfler,
Bier, da ist Getränkehändler. Hello there. Wants to see my wares? Have a nice day. A nice day. How do you do? Only goods of the highest quality. Ah. Warum kann ich das denn hier nicht? Fleisch habe ich auch noch ein bisschen mit. Ein Reisfleisch. If I were to say what I value the most in life. Be safe. Von wo waren die? Hä? Schön. Der Lilo oder so wieder. Gut, jeder hat mal eine schöne Erfahrung. Das kennt man ja, ne? Schade. Ich brauche unbedingt ein paar Kröten jetzt. Warum muss ich kaufen? Warte, verbranntes Schriftstück aus dem. Hatte ich gesehen. Ich will mir einen großen Rucksack kaufen. Kind hier. Good day. Oh, wie süß. Oh Mann, warum redet er denn nicht? Bye. Bye. Ein süßer Ding. Auch wenn ich das einmal in die Kiste packe oder so, ne, es zieht immer was geklaut. Hey, didn't you see the red letters? Oh, it's you again. See you around. How is life treating you? Good luck. Next time you're stealing something, look around. Achso, der jetzt stirbt, oder? Ah, du bist hier. Ich bin nur zu Hause, ja. Hast du irgendwas für Leben? Ne, Leben habe ich nicht. Mhm. Deswegen, was sie, der muss das so sagen, machen und so, ne? Why don't you have a wife? Dann hat er wieder gehört, dass unter Dünger, was ich mal denke, oder nicht? Lebe ich ja nicht einen Tag, Alter. Ich will mir nicht sagen, den ich zu essen oder was Leben gibt. How can I help you? Ich hab wirklich keinen Trank mehr, Daniel. Ich jetzt sage, ne? Kannst du glauben. Ja, es gibt ja auch Essen. Good luck. Ich hab Leben gibt. Das ganz normal Fleisch geht ein bisschen. Ja, gibt's da. Ja. Egal. Guck doch, was du willst. Ja, das ist schon gut. How do you do? Ich hab schon, wenn du nicht redest. Take care. Ja. Ich bettel doch nicht wie so ein Hund, Alter. Warum wie ein Hund, Digga? Ich hab doch gesagt, ich hab Essen, Digga. Ich muss doch gleich wegen erstmal in den Dingens packen. Du hast gerade nur gedacht, ich hab nichts mehr, was noch Leben gibt. Ich hab gesagt, ich komm jetzt zurück zum Dorf. Ich hab nichts mehr, was Leben gibt. Ich hab nicht einmal nach Trank gefragt. Dann hast du nach Essen gefragt. Ich hab nur gefragt, ob jemand etwas hat, was irgendwie Leben gibt. Ich wusste nicht, dass Essen Leben gibt. Und daraufhin hab. Immer verschiedene Sachen. Du musst nur gucken, was Leben gibt. It's biting cold. Ja, das gibt keins. Hab ich ja schon gesagt.
glaube ich nicht. Also für den Apfel zum Beispiel, der gibt irgendwie 0,5. Haben wir eigentlich noch Dorfbewohner? Ja, ja. Die müssen sich ihr Essen selber suchen, wa? Ja. Trinken haben sie ja. Direkt nebenan. Ich bin jetzt ein Met rein, Junge. Ein Met rein, bitte. Die soll man nicht so rumheulen. Früher im Krieg, da war es schwer. Du warst auch im Krieg, ne? Mhm. I don't feel my fingers. I don't feel my fingers. Jung. Du bist schon fast ausgerüstet. Ich will aber Stiefel an der Hand, ey. Warte mal, habe ich nicht auch irgendwie. Nö. Nee. So, dann wollen wir mal eben kurz ein bisschen. Sachen habe ich schon. Ich bin also ausgerüstet. So, ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Dünger und Samen. Ich gucke jetzt mal, ob das funktioniert. Aber meinst du, wächst das denn trotzdem? Ah ja. It sure is frosty. Ja, es gibt verschiedene Zeiten, in denen die wachsen. Ich brauche aber trotzdem das Säckchen von dir. Hast du noch ein. Du hast bestimmt noch ein zweites Säckchen, oder? In meinem Inventar ist ein Sack. Ach, in meiner Kiste ist ein Sack. Wo genau ist dein Haus? Was sagst du so? Ich weiß nicht, wie ich dir erklären soll. Wer ist aber meine Truhe? Ja, man wollte mir ja nicht sagen, welche Kiste das ist. Nee, ich hab's auch nicht in den Kisten. In dem Haus, hab ich gesagt. In welchem Haus? Ich würde den Ping setzen, aber geht hier nicht. Ich bin tot. Ich komm raus aus meiner Mitte. Hier, genau. Hallo. Achso. Ja. Hier ist mein Säckchen drin. Du wirst eigentlich da drin sein. Ja, du gehst, scrollst immer die ganze Zeit hoch. Und hier sind Bierflaschen. Ja, ich kann nicht runtergehen, wirklich. Doch, da. Nein, alles gut. Wo du dran warst, ist halt jetzt mal. Ja, wo du dran warst. Ich war da nicht dran, deswegen. So. Komm. Ich war draußen. Ungedüngt, erforderlich ein Säckchen, ja. Muss ich den Säckchen. Ach so, ich muss das Säckchen ausrüsten. Ja, dann musst du das auswählen, was du hast. Mit dem Dünger raus. Genau, du hast hier, glaube ich, eine Plantage oder Feld hast du hier, ne? Keine Ahnung. Ah, okay, Saatgut auswählen. Schütte, hätte ich halt mal gelesen. Das ist hier alles schon besamt. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier bei mir. Also hier am Feld. Jeden bei Äpfel ist auf Plantage. Du musst zum Feld. Muss erstmal Dünger drauf machen hier. Okay, also erstmal Dünger, ne? Ja, steht ja da. Erforderliche Säckchen Dünger. Also du musst erstmal Dünger. Überall schön verteilen, weiter vor. Und danach wahrscheinlich Samen oder das, was dann. Ne, da muss man nochmal mit der Hacke da lang gehen. Hm. Ja, hab ich nämlich jetzt nicht gekauft von. Eine Hacke? Ja, eine Holzhacke. Wieder tot? Ja, ich komm nicht mal mehr oben auf den Berg drauf. Ich war die ganze Zeit Materialien sammeln für uns. Ich komm da nicht mehr hin. Okay, mehr Dung habe ich leider nicht. Dann muss ich mal kurz gucken. Ich habe eine Holzhacke hier in meinem Haus. Hab ich nichts mehr zu tun. Der Mann stirbt vor Arbeit. There's a real nip in the air. Ne, ich hab leider nicht. Ich hab leider nichts davon. Du hast nur was als die Hacke. Schau mal, mein Freund, wo bist du? Da. Ungepflügt. Zack, pflügen.
Jawohl. Wir haben jetzt eine Scheune. Das ist gut. Da können die Arbeiter, glaube ich, drin. I'm freezing. So, und jetzt musst du Samensäckchen drauf machen. Also die Samen, die du haben. Erforderlich Samen. Ich würde die Vierer hier zum Beispiel mit Karotten machen. Weil wir haben jetzt gleich Winter vorbei, ne? Wenn wir jetzt schlafen gehen, haben wir Winter vorbei. Samensäckchen. Ja, aber wie mache ich das? Warte mal kurz. Ich bin tot. Kappen, Gegenstand. Ablegen. Ihr legt euch nicht noch, ich steh wieder auf. So passiv ist er noch nicht. Ich leg mich jetzt hin. So, hier ist Karotte. Ich lieg schon mal, ich bin sofort wieder da. Ersten vier Felder mache ich hier Karotte, ne? Können wir uns hinlegen, Basti? Nein, ich bin gerade am Ding. Ja, das kannst du gleich auch noch machen. Alter, boah, ey, jedes Mal, wenn ihr schlafen gehen wollt, ne? Ja, komm, seh zu. Nee, Mick ist auch weg. Nee. Ich mach auch nicht mehr, ich geh nicht mehr schlafen. I'm so cold. Hab ich doch gerade gesagt. Machen wir nur kurz ein Brot. Ich werde dann nichts mehr fragen, Alter. Die Jahreszeit zu überspringen. Okay, jetzt komme ich nämlich das erste Mal wieder weiter. Dankeschön. Oha, Alter. Ja, die Karotten kannst du jetzt schon ziehen, glaube ich. Junge, das ist ja richtig grün hier. Das ist wie im Urwald gefühlt. Steuern. Ja, ja, die sollen mal kommen. Hier mal ein paar rote Beete-Samen hin. Sind die nicht auch gewässert werden noch? Ich hab. Ne, ich denke mal nicht. Da macht der Regen. Rote Beete. Aber Winter gefiel mir von der Grafik besser. Kohl oder Zwiebeln? Oh nein! Hier steht sogar die Jahreszeit dran, ne? Was haben wir gerade? Ja. Haben wir Herbst? Ne, Frühling. Wir hatten gerade Winter. Ja, das ist scheiße. Wo hast du jetzt gepflanzt? Ja, ich hier geht nur. Also ich habe alles nur was mit Herbst und Sommer zu tun hat. Das einzige Frühling habe ich nicht gekauft. Und das ist Roggen. Zwiebeln sind Sommer. Ich mache einfach mal Kohl. Das passt schon. Mein Gott, ey, sieht das hier toll aus. So, an den Bäumen wächst auch wieder was, sehe ich, an den kleinen Stumpfen. Ja, ja, bei allerdings auch. Meine Apfelbäume. Die haben schon gut zugelegt. Aber wo ist der Stall? Ich hab den Stall gefunden. Ein Stall. Ja, was ist denn jetzt beim Stall? Nee, wir haben eine Scheune. Oder schon manche Scheune. Können wir mal hier kurz gucken. Oh, mein Rücken. Wir haben sogar schon fast das zweite freigeschaltet. Wir brauchen auf jeden Fall. Wir werden jetzt die Eselscheune wenn haben. Geil, Alter. Ah, hier ist eine Scheune, ich hab die. Ich hab nur keine Ahnung, wo ich drauf bin. Wo steht ein Tier links rechts daneben oder so? Nee, nee, ist frei, die Scheune ist frei. Ja, du musst auf Landwirtschaft gehen. Auf Landwirtschaft.
Gerbstation, ein Möbel des ethischen Wert kann von Dorfbewohnern genutzt werden. Das sind nur so kosmetische Sachen, ne? Verarbeite Ernte und stellen Tierfutter, Dünger und Turmbewurf her. Das ist stark. Arbeiter, die hier tätig sind, das heißt, die stellen das Dünger und sowas her. Das ist sehr stark, das brauchen wir auf jeden Fall. Kann ich auch direkt fertig bauen. Du bist die Materialien dafür. Ich habe die Materialien. Ich meine, ich habe mich ja zu Tode gekämpft hier. Ich muss hier oben genug haben, außer ich habe mal zwei Sachen hier gekauft, so Mehl und einmal niedrige Heuer auf. Außer Stroh muss ich hier alles haben. Kleiner Weidenkorb, Holzschale. Ne, davon brauchen wir eigentlich, glaube ich, nichts. Jagdhütte. Kann man mit der Jagdhütte, also kann man mit dem mit der Gerbstation eigentlich auch Sachen machen? Weil hier steht nur, kann von Dorfbewohnern genutzt werden. Das kann aber sehr gut sein. Hast du jetzt den großen Rucksack gekauft? Nee, ich hab jetzt. Ich gebe erstmal Geld für uns alle aus. Hier für die ganzen Sachen hier. Mhm. Ja, guck bitte am besten oder am wichtigsten wäre mehr, dass wir immer Leben haben können. Für Lebenstechnik. Ja, Trinktrank. Du meinst aber hier Tränke oder was? Oder es gibt. Tank des schnellen Heilens kann ich kaufen. Also, es gibt auch Essen, das. Den hab ich dir erst gemacht, ne? Ja, aber kostet 250. Ja, ist mir egal. Ja, dann nimmst du Geld aus meiner Hütte, wenn ich noch Geld habe. Nein, ich hab. Ist mir egal. Hab noch. Hab ich erworben, jetzt können wir herstellen. Ich hab beide Heiltränke jetzt gekauft. Jetzt habe ich nichts mehr an Geld. Also ich habe viel gekauft jetzt gerade für uns. Ja, fährt doch mal mit der Fleisch. Rabatt oder was? 100. Mit wem? Mit mir selber oder was? Nee, da ist keine Verkäuferin, sondern geht über Technologie. Er sieht richtig geil jetzt aus, finde ich. So richtig dschungelmäßig. Mag ich viel lieber. How is life treating you? There's goods in the realm. See you around. No refunds. Oh, it's you again. I don't care that it's been less than 2 hours. Better work on your reputation. I have a feeling that even I would make a better king. So, ich habe 70 Dünger gekauft jetzt. Der einfache Holzarbeiterstation. Was macht die? Also damit kann man Holzbretter und sowas wahrscheinlich herstellen. Ich denke, ich mache. Ja, brauchen wir ja noch nicht. Brauchen wir noch gar nicht. Doch, zu tun. Um für andere Gebäude weiter waren ein bisschen. Das möchte ich gleich herstellen. Was? Was ist denn? Sammeln gerade nur das Gebäude. Frage sind ich unsere. Familie zu ernähren, du Arschloch. Welche Familie denn? Dorf. Die müssen sich ja selber ernähren, die sind den ganzen Tag nicht im Dorf, weil sie nicht wissen, das wie. Das ist doch gar nichts. Die sind die ganze Zeit da, die laufen rum, die eine fegt den ganzen Tag mein Haus, Alter. Ohne Witz. Echt? Ja, immer wenn ich nach Hause reingehe, immer ist sie da am Fegen.
Ja, wieso hab ich noch keine Dame? Da muss ich die besorgen, aber die wohnt ja auch nicht bei mir. Die ist einfach so immer drin. Ich mag die auch nicht. Aber ich will die trotzdem haben. Die ist noch jung. Junges Blut, sagst du das? Zum Löchlein stopfen abends. Reicht. Und dann kann sie wieder zurück in die Häuschen gehen. Holzarbeiterstation. Also brauchen Holzstamm, glaube ich, dafür. Habe ich. Ja? Habe ich. 20 Stück oder so. So, Dünger erforderlich, ja. Habe ich reingepackt. Wo habe ich denn? Oben, wenn du die Berge hochkommst, da gibt es 3 Reihen mit den Kanistern da, den Behältern da, weißt du? Ja, ich weiß. Die erste Reihe sozusagen, da sind nur Stämme drin. Zweite Reihe sind Stöcker. Dritte Reihe Steine. Erstmal. Hammer, zack. Wo ist mein Hammer? Hammer, zack. Ich hab mich verlaufen. Wo ist mein Tower? Das ist mein Tower. Steinzeug. Kann sein, dass wir jetzt gleich auch direkt wieder aufsteigen. Die Hacke? Wo ist die Hacke? Eine hab ich tatsächlich bei mir. Tut mir leid. Das Gebäude. Hast du eine Hacke? Holzhacke. Nein, ich hab... Wenn eine Kuh dann auf Handarbeit gehst, oben links, über der Schaufel. Guck mal, die Drecksau hat sich hier schon den Rucksack geholt. Ja, ich hab mir eine kleine Rucksack geholt. Der kleine Rucksack macht 10, 10 Kilogramm kannst du mehr. Ist gut zum, wenn du es baust, du kannst mehr mitnehmen, dann direkt zum Ja, und ich guck mal nach einer Dingens. Holzspitzhacke, Steinspitzhacke. Ja, ja, reicht. Spitzhacke? Nee. Die hab ich selber. Wir brauchen eine. Warte. Eine Hacke. Tut mir leid, Junge. Aber ich wollte gerne nicht immer alle los. Vielleicht irgendjemand von den anderen hier. Neues Gebäude freigeschaltet. Junge, Jungs, jetzt wird er doch endlich mal wieder ein bisschen was hier. Da war die ganze Zeit voll, als würden wir wieder nicht weiterkommen. Bergstation können wir machen. Holzfällerstation. Ah, hier ist das. Ach Mensch, wieso habe ich die Hacke denn nicht geholt? Ja, aber ey, für deinen Heiltrank, Basti, ne? Mhm. Um den zu machen, brauchst du ein Holzfläschchen, 5 Breitwegerich, 5 ja. Löwenzahn und einen Eimer mit Wasser. Wir müssen echt nach Pflanzen. Du musst schon schauen, was man da braucht. Das steht immer rechts, wenn du da draufklickst. Ich weiß, ja, natürlich braucht man diese 100. Hast du das alles? Nö. Aber du wolltest unbedingt was zum Heilen haben und das habe ich gekauft. Ja, aber. Und die komischen Pflänzchen, die kosten eigentlich nicht viel. Wie gesagt, so Äpfel oder sonstiges zum Beispiel, die geben Heilung. Ich konnte aber leider keine Äpfel, Samen oder sowas holen, das ging nicht. Eine Statue aus Holz, wofür? Holzarbeiterstation. Achso. Ich weiß nicht, was der genau, ob der nur. Ah, ich glaube, das ist aber nur Dingens. Nur Brennholz und so, glaube ich. Ja, das weiß ich sicher jetzt. Das könnte man zu bauen, Gebäude überleben. Erst mit Fisch wäre immer lange geil, ne? Ein Feldschuppen. Schon letzte. Wo soll der Feldschuppen hin, Menes? Keine Ahnung. Da stand auf jeden Fall. Schon letzte brauchen wir aber 500 Technologiepunkte für das Kleine. Mach mal eine Kräuterhütte, Jungs. Ja? Pack die hier so hin, wie so eine Garage. Was ist da, Basti? Wie so eine Garage pack ich die hier mal hin. Ja, aber warum an meinem Haus? Weil das näher an unserem Feld ist.
Warte mal. Pack das doch direkt am Feld einfach. Ist doch egal, kannst du direkt am Feld packen, geht das Feld ja noch weiter später. Schon fertig. Ne, kannst du abbauen wieder. Ne, lass doch da, ist doch gut. Dein Haus ist doch da hinten, das große hast du gesagt. Ne, mein Haus, das ist mein Haus, das sind die Dinge. Ja, da hast du halt eine kleine Garage da im Hintergrund. Das will ich aber nicht. Pack das mal direkt am Feld hin, dann brauchst du gar nicht laufen. Er weiß, weiß nicht, wie das geht. Was habt ihr denn schon wieder? Ah, warte mal kurz. Ich hab's gar nicht aufgehört. Was habt ihr schon wieder? Ich brauche einen Stamm. Nee, warte mal. Wer ist denn mal? Der wollte irgendwie gucken, da direkt an meinem Haus dran bauen. Micky, kannst du mir kurz einen Stamm geben? Ich brauche einen Stamm für eine Hacke. Stamm, ja, für eine Hacke. Ja, ich komm her. Ich weiß nicht, ob ich Stamm hab jetzt gerade. Ja, wie hoch zu mir? Ich hab Stamm, ja, hier. Liegt einer am Boden hier bei mir. Ja. Wo sind, wo bist du da? Du auf dem Berg, wenn du hochguckst einfach. Ah, so. Da sind ganz viele Holzstämme. Ich hab ein paar, ja. Ich komme auch kurz auf mit. Ah, hier unten sind auch noch. Ja, die fallen Stück immer wieder runter. Ne, ne, ich hab abgelegt vorhin hier auch noch Holzstämme. In den Holzstammlager einfach reingeschmissen. Und bei mir fallen die immer wieder runter. Ich gucke mir die Holzhacke aus, die sieht richtig schlecht aus. Sieht ja richtig kacke aus. Das ist gut. Was? Welche Hütte denn? Kräuterhütte. Wir brauchen ja Kräuter für die Dinge, sondern schon für das, was du da. Digga, warum baust du das da eigentlich immer alles aneinander? Warum nicht? Warum bauen wir nicht Lebensmittel in einem Bereich? Wir bauen dann Werkstätten in einem Bereich. Wie ein Dorf halt. Kann man sich auch besser orientieren. Da muss man nicht immer Haus für Haus absuchen. Dann rechts sind die Lebensmittel, links sind Werkstätten. Fertig. Was reicht hier für mich erstmal an Arbeit? So. Ich hole mir eine Holzstämme ab für den Ziel. So, okay, also unser Beet. Warum bin ich denn eigentlich so schwer? Wahrscheinlich die ganzen Samen. Ach, und die Bäume. Ja, und die Bäume, ja. Die Stecklinge. Baumstimme.